Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu den Nintendo News der Woche bei Street Biz Germany. Ich bin's euer Maichung Games und los geht's. Project Sonic hört jetzt offiziell auf den Namen Sonic Forces. Man hat bereits erstes Material vom Spiel gesehen und es soll Ende diesen Jahres noch erscheinen. Ein passendes Main Theme in der Instrumental Version gibt es ebenfalls schon, welches ihr euch auf unserem Kanal anhören könnt. Wir in Europa müssen uns wohl noch etwas länger auf die Veröffentlichung von The Binding of Isaac Afterbirth Plus, diesmal richtig, für Nintendo Switch gedulden. Denn das Spiel ist lediglich am 17. März in Nordamerika erschienen. Bestätigt wurde jedoch, dass Europa eine Handelsversion bekommen soll. Wann dies jetzt aber genau sein wird, ist noch unbekannt. Wenn ihr euch das Spiel bereits aus dem amerikanischen Nintendo eShop laden wollt, dann haben wir das perfekte Video für euch. Hier zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Yo-Kai Watch Wibble Wobble soll noch im Frühjahr endlich auch bei uns erscheinen. Dabei handelt es sich um ein Spiel für iOS und Android, welches schon seit 2015 in Japan bzw. 2016 in Nordamerika erhältlich ist. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, schaut euch doch mal die dreiteilige Videoserie von Nintendo an, wo ihr mehr über die Entwicklung von The Legend of Zelda Breath of the Wild erfahren könnt. Teil 1 erzählt den Anfang und welche Konzepte letztendlich doch nicht genommen wurden, Teil 2 erzählt von der offenen Welt und welche Elemente das Konzept vervollständigen und Teil 3 erzählt von der Geschichte und den Charakteren. Hier solltet ihr jedoch vorsichtig sein, das Video enthält Spoiler. Ihr wollt mehr antike Teile von Wächtern? Dann schnappt euch euer Magnetmodul und einen metallischen Gegenstand und lasst die bereits kaputten Wächter, die nicht im Boden verankert sind, einfach umkippen. Unter ihnen werdet ihr dann ein paar Teile mehr finden. Die Global Testfire Demo für Splatoon 2 könnt ihr nun endlich auch bei uns herunterladen. Sie ist 408 MB groß. Macht euch bereit, um euch an folgenden Terminen in die Farbschlacht zu stürzen. Wieder wurde eine neue Kollaboration für Monster Hunter Double Cross in Japan angekündigt. Diesmal handelt es sich um die Manga-Reihe Detective Conan und ihr schaltet nach einer Quest die Rüstung im Stile der mysteriösen Schattenperson frei. Monster Hunter Double Cross ist am 18. März in Japan erschienen, auf allen Geräten der Nintendo 3DS-Familie. Super Bomberman für Nintendo Switch hat ein Update auf Version 1.2 bekommen. Jetzt werden beispielsweise eure Steuerungseingaben präziser erkannt und die Spielerfahrung in Online-Matches soll nun deutlich runterlaufen. Dazu gibt es natürlich einen Changelog, den könnt ihr hier nachlesen oder wie immer auf unserer Seite. Super Mario Run erscheint am 23.03. endlich für Android. Außerdem gibt es zeitgleich ein Update auf Version 2.0.0. welches ziemlich umfangreich ausfallen soll. Diese neuen Funktionen wurden bereits verraten, und zwar neue spielbare Charaktere und bestehe eine von Bowsers Prüfungen, um Welt 1 bis 4 in der kostenlosen Version des Spiels freizuschalten. Das soll allerdings noch nicht alles sein, was uns erwartet. 2015 das erste Mal erwähnt und tatsächlich jetzt 2017 können wir näher darauf eingehen. Es geht um das Cloud-System von Nintendo. Ein Reddit-Nutzer musste seine Nintendo Switch einschicken und hatte bereits Zelda gespielt. Als die neue kam, war der Speicherstand, da dieser ja direkt auf der Konsole gespeichert wird, nicht mehr vorhanden. Er hatte jedoch ein Wolkensymbol und konnte Daten herunterladen. Danach waren die Speicherstände ganz normal alle wieder vorhanden. Das schließt auf das damals bereits erwähnte Cloud-System von Nintendo. Ob dies möglicherweise ein zukünftiger Teil des neuen kostenpflichtigen Online-Dienstes wird? So, das war's auch schon wieder mit den Nintendo News der Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.